Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Uns wurde von Lunar gesagt, dass Herr Meister... Nee. Es wurde von Ranul uns gesagt, dass Meister Lunar nach Tasnica gegangen ist. Ich bin ja schon hingeflogen im letzten Part am Ende. Und Tasnica befindet sich südlich neben den Schicksalsbergen, also westlich von davon. Südlich auf der Karte. Südwestlich. Und man kann nur hier landen, ja. Hier. Wir wollen nach Tasnica. So, wir wechseln mal zum Helden, zu Randy. Hallo! Dies ist die Festung von Tasnica. Ja, wenn man hier früher alleine kommt man hier nicht rein. Wir kriegen keinen Einlass. Und die haben einst Krieg geführt gegen das Imperium, ja. Wobei, ich glaube, der Aggressor war hier diesmal das Imperium. Victor! Randy, du hier? Ich habe dich kaum erkannt. Was ist hier los? Nun, ein Spion des Imperiums ist im Schloss. Der König ist in Gefahr. Woher wisst ihr davon? Er sagt uns nicht. Ah, hallo. Meine Güte. Wo ist dieser Spion? Wo ist nur dieser Spion? Ja, es ist eine Borgstadt quasi. Ja, eine Borgstadt halt einfach. Das ist nichts Besonderes. Da kommt ihr ein bisschen raus. Die sagen, sie suchen alle nur den Spion. Und, ja. Aber man muss sagen, es ist ein bisschen schön, ne? Ein bisschen schön. Ein bisschen schön ist da. Huh? Sollte da nicht jemand stehen? Hier steht ja gar keiner. Wo sind die Leute hin? Hallo? Wo ist dieser Spion? Ich weiß es nicht. Hallo? Wo sind die ganzen Leute hin? Jetzt ernsthaft, die sind alle weg. Kommen die erst später? Wo ist dieser Spion? Ja, die sagen alle dasselbe, ne? Alle dasselbe. Ja, wir sind quasi gleich einmal im Kreis gelaufen. Ja. Gut, dann weiß ich ja, wo es hingeht. Ja, es ist ganz komisch, die ganzen Leute, also alle weg. Alle weg. Nur die Soldaten laufen hier rum und suchen den Spion. Warum auch immer. Und irgendwie ist das auch ziemlich doof aufgebaut hier, das ganze Gegröße hier. Meine Güte. Hallo. Wer seid ihr? Wachen. Hier sind die Spione. Nein, das ist ein... Klappe. Hinfort mit ihnen. Hinfort. Halt! Das ist nicht der König! Mist! Als König hätte ich jetzt dieses Reich ohne Probleme zerstören können. Aber, na gut. Es geht auch anders. Ach, und wie? Wart's ab. Du wirst für mich den König beseitigen. Glaube ich nicht. Ja, und das ist der gute Trax. Getarnt als, Ninja, Dämonenritter. Ja. Geht's dir gut? Eure Majestät, aufwachen. Ah, wo bin ich? Was ist geschehen? Das war einer von den vier Soldaten des Imperators, ne? Ihr wisst Bescheid, die wir schon gesehen haben. Ab jetzt werden wir dieses Schloss besser bewachen. Das Imperium hat unser Sandschiff zerstört. Diese Bastarde. Ey. Ich bin ein großer Fan von Kapitän Ostro. Ja. Victor war der Oberste der königlichen Truppe. Sein bester Freund war Arion. Als Arion dann im Kampf verfiel, beschloss Victor die Armee zu verlassen. Merkt euch den Namen. Arion war ein Ritter. Dieser Dämonenritter ist unheimlich. Kennst du schon unsere Partnerstadt Pandoria? Aha. Hallo. Wie konnte das nur geschehen? Ohne dich wären wir alle verloren gewesen. Du bist wirklich ein Held. Darf ich dir das dir geben? Was denn? Oh, danke. Wie konnte das nur geschehen? Ohne dich wären wir... Ja. Danke fürs Schwert, Ob. Du hast viel gelernt in letzter Zeit. Doch die größte Prüfung steht dir noch bevor.
Okay. Das Imperium scheint kurz davor zu sein, die Mana-Festung zu reaktivieren. Ich werde versuchen, es aufzuhalten. Besuche jetzt den Seher Lunar. Er wird dich wahren Mut lehren. Ja. Gut. Dann, Hi. Das Imperium hat uns gegen Krieg erklärt. Der Imperator ist hinter unserem König her. Ja klar, der will die alle loswerden, der will die Welt beherrschen, ne? Dafür sind kein Mittel zu wenig. Wo sind die Leute alle hin? Nee, das gibt es nicht. Das kann nicht wahr sein. Jetzt ernsthaft? Hier waren früher auch normale Menschen. Was will der Imperator bloß von uns? Euch vernichten. Victor ist der tapferste Ritter von Tasnica. Nur sein Freund Arion war ihm ebenbürtig. Mhm. Da sind normale Menschen. Sag mal, kenne ich dich hier woher? Hast du trotzdem Mark für mich? Oh, bitte, please. Hör damit auf. Vielen Dank, dass du unseren König gerettet hast. Kein Problem. Diese Festung ist wie eine kleine Stadt. Unser Volksheld Arion hatte vor 15 Jahren vorgeschlagen, dass wir in die Burg ziehen. Ist das so? Wo ist der alte Mann jetzt hin? Da. Das Imperium versucht, die versunkene Dracheninsel wieder auftauchen zu lassen. Solange die 8 Mana-Samen unsere Welt beschützen, können wir sie nichts tun. Genau. Ein hässliches kleines Kobold-Mädchen. Hübscher als du. Du bist ein hässliches kleines Kobold-Mädchen. Ja. Hilf uns, wir müssen das Imperium zerstören. So. Hallo. Hey Leute, guck mal, hier ist der Mana-Ritter. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Imperium diese Festung einnimmt. Nee. Ei Gude, wie? Ja, ei Gude. So. Und hier kann man zu einem versteckten Händler gehen, den man nur hier treffen kann. Und nur hier kriegt ihr Honig zu einem fairen Preis für nur 100 Goldmünzen. Ist das nicht krass, ja, ne? Ja, gut, das brauchen wir alles nicht. Wir haben die bessere Ausrüstung. Ja, brauchen wir nicht. Gut. Das war's ja auch schon. Wir können diesen Ort jetzt verlassen. Alter, ich dachte schon, wieso hänge ich jetzt hier? Habe ich mit dir schon geredet? Achso, ja, die war ja die. Ich verstehe es halt nicht, was sie damit meint. Verstehe ich nicht. Naja. Verlassen wir diesen gottlosen Ort. Und reden nochmal mit ihnen hier. Dies ist die Festung von Tasnica, genau. Und dann fliegen wir. Ja, dann machen wir das heute auch noch. Ich dachte, wir machen heute nur Tasnica, aber das ging ja unerwartet schnell, ne? Dementsprechend bestellen wir uns heute auch noch unseren Mut, ja. Wir besiegen uns quasi jetzt selbst. Wir stellen uns... Wo ist das jetzt? Happy Blind. Da. Also manches Mal, ne? Weiß ich nicht. So. Zum letzten Mal. Diesmal laufe ich ein bisschen durch, weil ich keinen Bock habe hier nochmal. Das ist mir immer zu dämlich. Man fühlt sich auch mal leicht verarscht, ne? Dass man halt so oft hier hoch muss. Naja, eigentlich muss man nicht so hoch. Zweimal im Spiel aber mindestens. Geh doch sterben jetzt, du Pflanze! Dass die halt wirklich mega pestig sind, wenn man einfach nur hoch will. Jeder Gegner hier. Richtig schlimm. Massiv nervig ist es auch, wenn man einfach nur. Dass man hier auch die Peitsche immer nur nehmen muss.
Ja, Randy? Weiß auch nicht, was die Entwickler dabei gedacht haben, ne? Man, der Entwickler will ja, Story weiß, dass man hier oft hochgeht. Aber das ist ja nun wirklich für mich eine Art schon Spielstreckung, Alter. So, egal, kommt. Ja, warum muss sie jetzt da rum unten lang gehen? Hat doch gesehen, dass wir nach oben wollen. Sie entschließt sich einfach nach unten zu gehen. So. Hey. Er schon wieder? Wo ist dieser? Still, der Meister wird euch empfangen. Hi. Der Weg zu Lunar führt an mir vorbei. Granul, sein Diener. Ja, nett. Anampho Terzis. Ja, rückwärts. Secret of Mana. Der Meister spricht in der Sprache der Götter. Soll ich übersetzen? Gut. So lasst euch prüfen, ob ihr auch den Mut besitzt, gegen das Ich anzutreten. So soll es sein. Okay. Na dann, viel Glück. Ja, wir werden jetzt ein bisschen durchlaufen. Das ist ein Dungeon, wo ich wirklich niemals jeden Gegner mitnehme. Und wo ich immer durchlaufe, weil der massiv nervig ist. Kürbisse, die man kaum treffen kann. Überall diese Spikes. Dann aktivieren sie Zauberschild, womit man sie kaum noch mit Zauber attackieren kann. Medusos, die einen die MP unterwegs entziehen. Die explodieren auch in der Face. Also alles wirklich mega unangenehm. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Blobs natürlich. Also wenn man schon unangenehm ist, dann muss man natürlich auch Blobs benutzen, ne? Also nee. Hier laufe ich durch. Das ist ja wirklich ein Dungeon der unangenehmeren Sorte. Vor allem wirklich richtig eklig, ne? Die können sich teilen, töten sich anscheinend auch gegenseitig. Was ist da passiert? Und dann ist halt so unsaglich lang, ne? Und wirklich nur die lästigste Art von Gegnern. Warum ist er plötzlich so schnell? Genau, der kann sich beschwören, kann irgendwie sich verdoppeln und dann verwandeln oder so. Mega lästig. Ja. Und alle haben eine Ausweichrate der Hölle hier. Also wirklich richtig schlimm. Gut, wir sind da. Es geht los. Wenn ihr es schafft, habt ihr wahren Mut bewiesen. Ja. Und hier kämpfen wir jetzt quasi gegen uns selber. Gib mal die Peitsche, bitte. Sind halt leichte Gegner. Einfach auf Inferno kämpfen. Die laden nämlich auch ganz gerne auf. Aber sehr cool, wie ich finde. Ist ja, ist ein bisschen Chaos und irgendwie merkt man schon, dass das Spiel sehr schwer damit klarkommt gerade. Merkt man schon etwas, ne? Also stark sind sie nicht. Das Spiel hat wirklich gerade aber wirklich viel damit zu tun, damit klarzukommen. Merkt man auch an der Steuerung. Upsala. Ah. Einer schon besiegt. Ja, wenn da Gegner sind, die aufladen, ne? Das irgendwie kommt das Spiel nicht damit klar. Weil meine Charaktere laden ja auch auf. Besiegt? Bug? Na gut, dann zauber ich mal drauf. Ja. Habe ich auch noch nie gehabt. Hä? Was war das denn? Wo ist dieser Lunar?
Nicht schlecht, wenn ihr das Team... Hä, was hat das denn gerade? Ist sie gestorben, aber dann noch da? Wenn ihr als Team arbeitet, seid ihr nicht zu stoppen. Ihr beherrscht das Schwert, wenn ihr euren Mut, eure Weisheit und eure Liebe vereint. Ich bin Luna. Ranul war nur eine Illusion. Ach, was. Was? Warum hast du uns nie empfangen? Ihr wart nicht bereit. Eure Ohren konnten hören, aber nicht verstehen. Ich wartete, bis ihr eure immer innere Stärke fandet. Jetzt geht. Der Imperator versucht, den versunkenen Kontinent zu erwecken. Oben auf den Korallenriff findet ihr den Baumpalast. Darunter die Mana-Festung. Etwas Böses versucht sich an den Siegel. Beeilt euch. Ja. Viel Glück. Danke. Ist der Dungeon noch da, oder? Ja, der ist noch da. Macht den Lauf dir vorbei. Das ist wirklich fürchterlich. Fürchterlich. Gut. Dann statten wir noch Betty einen Besuch ab. Was hat der gerade gemacht? Und dann verstecken wir da unser Schwert noch. Das Schwert noch, ne? Einmal zu Berti. Berti, der Schmerti. Der Schmied. Ich dachte mir, bevor das Haus leer steht. Ja. Klar doch. Erzählst du dir ans Insel, ne? Das Schwert. Dämonenschwert wird zu einem Titanen. Titanschwert. Was ist, wogegen ist das eigentlich effektiv? Wir können auch noch mal kurz gucken. Das Titanschwert sieht mega nice aus. Also zumindest das Bild. Erhöht die Trefferquote. Ja, das ist halt wirklich wichtig. Und man kann es jetzt wieder ein bisschen leveln. Apropos leveln. Ich sollte wirklich langsam Lunatic leveln, ne? Naja, wir gehen nochmal schlafen. Und dann gucke ich mal, ob ich jetzt nach diesem Part level oder die nächsten noch aufnehmen werde. Werde ich mal schauen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Erstmal zum Inn. Aber ihr seht schon, manchmal hat das Spiel trotzdem noch Fehler. Ich weiß nicht, ob es nur an der Collection, an dem Port liegt. Oder ob die Fehler auch schon damals da waren. Aber anstatt sowas wie solche Texte zu reparieren, zu fixen, wie zum Beispiel, dass man den Gegner kritischen Treffer zufügt, hat die Collection bei Secret of Wonder, da fallen mir halt die Bugs mega krass auf, weil ich das Spiel halt mega viel gespielt habe. Ich habe nicht Erinnerung, dass das Spiel so von der Steuerung so ruckelig ist gewesen bei dem Kampf gegen die anderen Ichs, zum Beispiel. Das war nie so. Das habe ich jetzt erst bei der Collection. Und in der japanischen Collection habe ich es auch nicht gemerkt. Also die europäische Collection, da ist ein bisschen was irgendwie anders. Das fühlt sich nicht so... Vielleicht liegt es auch per se an der deutschen Version. Kann sein, dass die englische Version an der Collection halt wirklich komplett anders läuft und flüssig und keinerlei Fehler sind oder so. Naja. Das war's heute. Ich bedanke bei euch fürs Zusehen. Im nächsten Part gehen wir bestatten mit dem Baumpalast. Der letzte Palast. Quasi. Ein Besuch ab und... Ich hoffe, ihr freut euch so sehr, genauso wie ich. Das wird jetzt ein bisschen. Ab jetzt werden die Dungeons halt wirklich ein bisschen länger. Das wird ein längerer Dungeon. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.